hast du manchmal das Gefühl, dass du einfach so durchs Leben treibst, aber nicht wirklich der Person näher kommst, die du sein willst? Normalerweise passiert das um den Jahreswechsel herum. Du stellst dir all die schlechten Gewohnheiten vor, die du ablegen willst, und all die guten Gewohnheiten, die du beginnen willst. Dieses Mal wird es anders sein. Dieses Mal wird es anders sein. Diesmal werde ich die Dinge tun, die ich mir vorgenommen habe. Die Statistik zeigt, dass über 80% der Menschen, die einen Vorsatz für das neue Jahr gefasst haben, diesen nach wenigen Wochen und Monaten gebrochen haben. Die Frage ist also, wie wird man zu der Person, die man gerne werden möchte? Wie befreit man sich von schlechten Gewohnheiten und macht die Gewohnheiten, die man sich wünscht, leichter und automatisierter? Was braucht es wirklich, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln? Christy D. Paul gibt im Harvard Business Review Antwort auf all diese Fragen. Lass uns gemeinsam von ihr lernen. Unser tägliches Leben wird von unseren Gewohnheiten bestimmt, das ist Fakt. Studien zeigen, dass rund die Hälfte unserer täglichen Handlungen automatisiert und wiederkehrend sind. Kein Wunder also, dass sich Verhaltenswissenschaftler und Psychologen seit Jahren damit beschäftigen, wie wir positive Gewohnheiten aufbauen und beibehalten können, sei es regelmäßiger Schlaf, Sport, eine gesunde Ernährung, ein organisierter Zeitplan oder Achtsamkeit. Denn all diese Praktiken können unser Leben, unsere Arbeit, unsere Beziehungen und unsere geistige Gesundheit verbessern, wenn wir sie regelmäßig ausüben. Doch was, wenn uns diese Dinge nicht leicht fallen? Wie können wir neue Gewohnheiten aufbauen? Obwohl es im Internet viele Tipps und Tricks gibt, gibt es keine Abkürzungen bei der Neurowissenschaft der Gewohnheitsbildung. Experten empfehlen den altmodischen Ansatz, Schritt für Schritt Fortschritte machen. Hingabe und Engagement sind der Schlüssel zur Veränderung. Aber bevor wir über Gewohnheiten sprechen, müssen wir den Unterschied zwischen Routinen und Gewohnheiten verstehen. Die meisten von uns denken, dass diese Begriffe austauschbar sind. Aber das ist ein häufiges Missverständnis, das oft in Enttäuschung endet, wie Nir Eyal, Autor von Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life, betont hat. Wenn wir Schwierigkeiten haben, neue Verhaltensmuster zu entwickeln, geben wir uns oft selbst die Schuld, sagte er. Aber eigentlich liegt das Problem darin, dass wir Ratschläge befolgen, die von Menschen stammen, die nicht wirklich verstehen, was eine Gewohnheit ist und was nicht. Laut Eyal ist eine Gewohnheit ein Verhalten, das ohne viel Nachdenken ausgeführt wird, während eine Routine eine Reihe von absichtlich wiederholten Verhaltensweisen beinhaltet. Ein Verhalten muss also regelmäßig durchgeführt werden, bevor es zu einer Gewohnheit wird. Das Problem ist, dass viele von uns versuchen, die Routinephase zu überspringen. Wir denken, dass Gewohnheiten uns erlauben, mühsame oder unangenehme Aufgaben auf Autopiloten zu stellen. Aber das ist ein Trugschluss, meine Freunde. Wenn wir neue Gewohnheiten aufbauen wollen, müssen wir uns zuerst daran gewöhnen, eine regelmäßige Routine zu etablieren. Denn nur so können wir langfristige Verhaltensänderungen erreichen. Rituale und Gewohnheiten sind zwar ähnlich, aber dennoch verschieden. Rituale erfordern mehr Aufwand und können am Anfang unangenehm sein, wie zum Beispiel das tägliche Joggen oder Meditation. Gewohnheiten hingegen sind so tief in unserem Alltag verwurzelt, dass wir sie automatisch ausführen, ohne darüber nachzudenken. Stell dir vor, du würdest plötzlich nicht mehr die Zähne putzen oder morgens keinen Kaffee trinken. Das wäre doch merkwürdig, oder? Aber wie verwandelst du eine Routine in eine Gewohnheit? Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst. Erstens solltest du deine Absichten festlegen. Bedenke jedoch, dass nicht alle Rituale zu Gewohnheiten werden können oder werden. Manche Dinge erfordern einfach zu viel Konzentration und Aufwand, um sie in eine Gewohnheit umzuwandeln. Daher solltest du dir gut überlegen, welche Verhaltensweise du in eine Gewohnheit umwandeln möchtest. Vielleicht möchtest du mehr Wasser trinken oder nicht mehr als erstes deine E-Mails checken. Wähle jedoch etwas aus, das realistisch für dich ist, denn es erfordert Geduld, Selbstdisziplin und Engagement. Charles Duhigg, Autor von Die Macht der Gewohnheit, sagte einmal, es gibt keine 21 Tage, um eine neue Gewohnheit zu beginnen. Die Zeit, die es braucht, variiert von Person zu Person. Eine angenehme Gewohnheit wie zum Beispiel Schokolade zum Frühstück zu essen, kann bereits nach einem Tag zur Gewohnheit werden, während das tägliche Training um 17 Uhr deutlich länger dauern kann. Zweitens solltest du dich auf Hindernisse vorbereiten. Überlege dir, was dich bisher davon abgehalten hat, diese Verhaltensweise regelmäßig auszuführen. Vielleicht stehen dir Ängste oder Scham im Weg oder es fehlt dir einfach die Zeit. Familiarisiere dich jetzt mit deinen eigenen Hindernissen, damit du sie später schnell identifizieren und bewältigen kannst, denn sie werden auftauchen, sagt Ximena Fengöcheer, UX-Forscherin und Autorin des Buchs Listen Like You Mean.
suche dir einen Verbündeten oder zwei, mit denen du deine Ziele teilen kannst, um dich selbst verantwortlich zu halten. Das kann eine vertrauenswürdige Führungskraft, ein Kollege, ein Freund, ein Partner oder ein Familienmitglied sein. Stelle sicher, dass du deine Ambitionen, Absichten, Pläne und vielleicht sogar Ängste mit jemandem teilst, der dich unterstützen und dich daran erinnert, warum du dir das überhaupt vorgenommen hast, wenn es schwierig wird. Die Forschung zeigt, dass deine Erfolgschancen immens steigen, wenn du deine Absichten jemandem mitteilen, der einen höheren Status hat als du selbst oder dessen Meinung du sehr wertschätzt. Aber keine Sorge, ich weiß, dass der Gedanke, deine Ziele anderen mitzuteilen, manchmal beängstigend sein kann. Deshalb möchte ich dir ein paar Nudges, also praktische Schritte anbieten, um dir zu helfen, deine neuen Gewohnheiten zu starten. Beginnen wir mit dem Erstellen eines Zeitplans. Blockiere regelmäßige Zeiten in deinem Kalender, täglich oder jeden zweiten Tag, um das Verhalten, das du zur Gewohnheit machen möchtest, zu üben. Sei jedoch zu Beginn nicht zu streng mit dir selbst. Wenn du zu schnell einsteigst und sofort Ergebnisse erwartest, besteht die Gefahr, dass du scheiterst und entmutigt wirst, bevor du überhaupt angefangen hast. Eine weitere Option ist, Mikrogewohnheiten einzuführen. Diese kleinen Verhaltensanpassungen bewegen dich, im Laufe der Zeit, näher an dein Ziel. Stelle sie dir wie eine Art Stepping Stones vor, die dich zu deinem endgültigen Ziel führen. Hier sind ein paar Beispiele, um dir eine Vorstellung davon zu geben. Wenn du produktiver sein möchtest, könntest du versuchen, die Pomodoro-Technik anzuwenden. Diese Technik besteht darin, dass du dich für eine bestimmte Zeitdauer, normalerweise 25 Minuten, auf eine einzige Aufgabe konzentrierst und dann eine kurze Pause machst. Wiederhole diesen Zyklus mehrmals und du wirst feststellen, dass du effektiver und fokussierter arbeitest. Möchtest du eine bessere Schlafqualität haben? Blaues Licht von unseren Bildschirmen beeinträchtigt unseren Schlaf. Lege deine Lieblingsbücher neben dein Bett und lasse dein Handy in einem anderen Raum aufladen. Wenn du dich am Abend entspannst, wirst du wahrscheinlich das nahegelegene Buch anstatt des Doomscrollings auswählen. Möchtest du dein Netzwerk stärken? Ermutige dich selbst, mit visuellen Hinweisen auf andere zuzugehen. Klebe Post-it-Notizen mit Botschaften wie "Hast du dich heute bei einem Kollegen bedankt?" oder kontaktiere jemanden Neues auf deinem Bildschirm, um dich an dein Ziel zu erinnern. Versuche Temptation Bundling. Das bedeutet, dass du eine Aktivität, die du nicht gerne tust, mit etwas verbindest, das du gerne machst. Zum Beispiel könntest du beim Laufen auf dem Laufband deine Lieblingsmusik hören oder beim Ausfüllen von Tabellen deine Lieblingsserie schauen. So wird die unliebsame Aufgabe erträglicher und sogar unterhaltsam. Und vergiss nicht, freundlich zu dir selbst zu sein. Jeder langfristige Wandel erfordert Zeit und Durchhaltevermögen. Es wird Rückschläge geben, aber du bist bereit und in der Lage, sie zu bewältigen. Nutze die Werkzeuge, die wir heute besprochen haben, um dich auf Kurs zu halten und lasse dich nicht entmutigen. Also, worauf wartest du? Fang jetzt an und schaffe dir die Gewohnheiten, die du brauchst, um dein volles Potenzial zu entfalten. Du hast es drauf. Ich hoffe, dass dir diese Tipps helfen werden, deine Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Denke immer daran, dass jeder Erfolg eine Reise ist, die mit kleinen Schritten beginnt. Also fang an und lass dich nicht entmutigen. Ich glaube an dich und weiß, dass du alles erreichen kannst, was du dir vornimmst. Den Artikel von Christy DePaul kannst du kostenlos auf Englisch auf hbr.org lesen. Du wirst das Wissen auf einer viel tieferen Ebene aufnehmen. Das wird dir helfen, deine positiven Gewohnheiten zu stärken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.